Hey Fans des stillen Humors. Kimmermann ist dabei. Ich denke. Auf vorhin hat es noch gesagt, ich habe dich dabei, da habe ich alles dabei. Aber spontan klappt sowas natürlich noch nicht. Nee. Ja, so ist es. Also wir haben jetzt wieder ein Lost Place gefunden. Also noch nicht gefunden, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und es soll ein Hotel sein. Wir haben noch ein bisschen zu laufen. Wir sind jetzt hier mitten im Wald. In letzter Zeit haben wir echt immer mal, sorry, dass ich kurz ins Wort falle, ja, immer mal wieder Lost Places, die einen langen, langen Anmarschweg haben. Ja. Ja, aber es war halt auch eine Schranke. Da konnte man mit dem Auto gar nicht weiter ranfahren und es wäre ja auch tricky, dann jedes Mal bis vor die Tür zu fahren. Ne? Das stimmt. Genau, also so, schauen wir mal. So richtige Drive-in-Lost Places sind ja auch nicht für jeden. Ja. Nee. Man muss ja auch manchmal ein bisschen laufen. Und mit arbeiten laufen dafür, ne? Eben, laufen ist gesund. Wir haben uns heute wunderschönes Wetter ausgesucht. Ja, neblig, regnerisch und kalt. Hatten gerade die GoPro mal auf dem Autodach. Mal sehen, was das für Aufnahmen geworden sind. Sehr idyllische Straßen hier in der Ecke. Also, wir sind begeistert. Ja. Irgendwas klappert hier bei dir. Ja, meine Flasche immer noch, oder? Ich habe dann extra hier. Mittlerweile haben wir solche Alpina-Flaschen, ja, das ist keine Werbung. Und da waren immer so Karabiner dran. Und die habe ich jetzt bei beiden Flaschen, bei meiner und bei Kim ihrer, entfernt. Und jetzt, was macht's? Da ist hier oben der Karabiner und sie hat es hingekriegt, Kim, dass der trotzdem auf der Flasche liegt und beim Laufen klappert. Ja. Ja. Da kommen wieder die Klapperlos-Blazer. Damit man uns kommen hört. Ja, ja. Ich scheine heute Glück zu haben. Verlassenes Hotel gefunden. Da mitten im Wald. Gardinen sind nah dran. Sind auf jeden Fall nicht alleine, deswegen flüstern wir gerade auch. Oder ich. Jetzt gehen wir mal rein. So, Objekte gebildet. Da kommt auch noch Licht. Ist das? Ja. So, jetzt haben wir hier gefunden, dieses Hotel, was mal ein Reihenhaus werden sollte. Und da haben wir jetzt dieses Objekt gefunden und was uns total verwirrt, aber ja, hier drüben sieht es aus wie ein Neubau. Gleich nebenan, wo da nicht weitergebaut wurde. Aber jetzt gehen wir einfach mal gucken. Erstmal, was hier so los ist. Nach unten und nach oben. Hoch oder runter, Kim? Hoch, 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 hoch. Jedenfalls sieht die Treppe schon mal gut aus. Oder noch gut aus. Sessel liegen. Und hier war auch die, ach, da gucken wir auf der anderen Seite nochmal rum. Krasse Lampen, oder? War mal sicherlich schön. Ein schönes Hotel im Wald. Die Badewanne. Da war bestimmt mal so ein klassischer, ja, Spiegelschrank dran. Und da hinten war die Toilette, die mal wieder defekt ist. Ist aber schnell schwarzer Schimmel oben dran. Die haben ja nach tapeziert mit Tapete. So oben ist da Tapete. Tapeziert mit Zeitung. Zeitung drauf geklebt und dann angestrichen. Ja, und das war der Raum mit Aussicht. Stehen wir die Schlafzimmer, hier war die Lampe dran und auf der anderen Seite sicherlich auch. Balkon hat es auch noch gehabt. Ein schöner Balkon.
Oh, da unten ist sogar ein Teich. Schön. Ein Teich und viel Natur, alles Bäume. Wahnsinn. Natürlich erst ins Jahr gekommen oder ins Alter gekommen. Wenn Kim Glitzer sieht, dann wird sie zwar dich wahr. Nein. Ah ja, und eine Dusche noch drin. Auch überall Schimmel. Ja. Also wir haben ein Schild gesehen, dass irgendwas modernisiert wird. Also ich denke mal, modernisiert ist ja hier etwas fatal. Ich glaube, ich müsste eher Abriss und Neubau. Ein Riesenbalkon. Das ist ja echt wahnsinnig groß. Und da unten ist dann noch ein Haus. Da unten ist noch ein Haus. Und dahinter ist noch ein Haus. Das, oh, ich gehe mal auf den Balkon drauf. Dahinter das Haus sieht man jetzt nicht. Es sah eher aus wie, als wenn das neu gebaut ist. Aber, ne. Das sieht ja, ist ja nicht aus wie neu gebaut. Heizung ist noch dran. In einem dezenten Schwarz. Hier liegt dann eine Mappe. Sprich mich an. Am 23.04.99. Okay. Hier ist auch noch was von 99, ja. Also, keine Ahnung, ob das jetzt ein Link sein soll, dass hier seit 99 alles zu ist. Aber könnte schon sein, ja. Und nochmal der schöne Spiegelschrank hier. Mega schöner Spiegelschrank mit Leuchtstoffröhre. So, Kim und ich bleiben immer zusammen, deswegen folge ich ihr mal. Oh, oh, ich bin hängen geblieben am Stromkabel. Boah, hier sind die ganzen Papiere. Gardine auch noch dran, ja, das ist Wahnsinn. Steine. Papiere. Und natürlich, oh, hier ist ein Spiegelschrank, da gehen wir doch mal näher rein hier. Oh, ich mach schon gleich alles kaputt. Ja! Heutzutage der Spiegel, man hat schon andere Objekte, da waren auch mehrere Spiegel dran. Und hier tatsächlich auch noch. Kim, wenn du mal gucken willst, wie die Haare noch schön sitzen, ja? Guckst du mal kurz in den Spiegel hier. Mhm. Du Scheiße, sind das viele Akten. Viel Papierzeug, Wahnsinn. Der Immobilienberater. Also ich kann das mal aus der Erfahrung von diesem Haus sagen, dass der Immobilienberater sicherlich, den kann man unter Schund buchen, den kann man wegschmeißen. Weil der scheint hier nichts gebracht zu haben. Der Immobilienberater. So, mal sehen, ob wir noch irgendwo mehr vom Inventar sind. Ein Bett. Ja, ich weiß. Ich bin laut. Ja. Man hört mich überall. Ja. Hier ist der Eingangsbereich, wo wir gerade rein sind. Wäre natürlich gruselig, wenn jetzt hier jemand reingeht. Aber Gott sei Dank ist da niemand. Und die Einfahrt ist auch leer. So. Oh, ist schon Schluss, ne? Decke sieht noch okay aus, oder? Ja. Yeah, hier ist sogar Teppich drin. Auf jeden Fall waren hier schon ein paar Randale. Hier geht's nochmal hoch zum Dachboden. Dusche. Ich sag's mal nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ziemlich kaputt gemacht hier. Hier sind die Fenster aber natürlich alles hinüber. Aber wunderschöne Aussicht. Gibt es auf jeden Fall oben keinen Balkon? Ja, was? Eingebaute Badewanne. Stimmt. Alles. Alles ziemlich verratzt. Nee. Brauchen wir nicht hochgehen. Mich hat's gereizt, aber irgendwie auch wieder nicht.
Ja gut, ich glaube, Keller trifft es nicht. Ich glaube, das sieht eher aus wie so ein Kühlraum oder sowas. Oder Abstellraum. Auf jeden Fall sind Fliesen dran. Und eng. Oh, doch. Ist doch ein Keller gewesen. Oi, 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 oi. Ja. Und die Eier drin hier überall. Da stehen noch ein paar Flaschen. Deko. Viele, viele Flaschen. Was ist denn da drin in den Flaschen, ey? Was ist denn das hier? Aprikot. Oh. Zu sehr reibt, geht's kaputt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Auf jeden Fall eklig. Mal gucken, wie das haltbar ist. Ja, also ihr wisst, ne, bei 10.000 Likes. Ich fange nochmal an. Bei 10.000 Likes trinkt Kim diese Flasche leer für euch. Oh, süß. Ich dachte, sie wären im anderen Raum. Nicht dein Ding? Nee. Ja. Müssen wir? Tote Mäuse jetzt filmen, Schatz. Wo ist der Heizungsraum, glaube ich? Waschmaschine und steht an der Waschmaschine und ganz, ganz viel Müll. Ach, stinkt auch hier. Also hier ist so richtig ganz, ganz muffig. Wo ist hier noch ist? Okay. Fliesen dran. Sieht eigentlich ganz gut aus, so erhalten. Wenn man es mal anguckt, die Rohre da, die Abdichtung, macht eigentlich einen guten Eindruck. Könnte man denken, das ist neu. Nein. Hier sind Fußabdrücke. Nein. Ach, das sind unsere. Kim? Kim? Geht einfach hoch, ohne was zu sagen, ey. Das junge Mädel. Und ich suche sie im Keller. Ich dachte, da liegt sie irgendwo. Mit Angstschweiß im Gesicht. Ach, Kim doch nicht. Seit Jahren auf Lost Place Tour. Was ist denn das? Eine Kegelbahn? Das war eine Kegelbahn. So, jetzt kommen wir dann doch irgendwie unterirdisch. Tief, muss ich sagen. Zu dem anderen Haus, zu dem Neubau, haben wir jetzt hier wahrscheinlich noch einen Fahrstuhlschacht gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so sehen. Aber es wird wahrscheinlich doch noch ein Rohbau sein. Das wollten die schon. Weiter. Was? Was? Ich hab nur von dir erschrocken. Guck mal, das ist so alt und neu irgendwie. Guck mal, das ist wieder. Vielleicht ein Fass oder sowas. Krass. Das ist ja so ein Ding. Muss ich reinsetzen können. Auf den Kopf einziehen. Das war die Bar. Aber irgendwie wäre die Bräuchte vielleicht schon durch. Hier sind Verlängerungsschnüre. Sieht aber auch schön aus. Ne? Hat irgendwas. Fliesenboden, hier ist Tropfstein, der tropft überall.
Und dann konnte man sich hier reinsetzen. Sein Bier, Sekt, Champagner, Wein genießen oder eine Weine war, hat man einen Barhopper genommen und hat sich an die Bar gehockt. Cool. Aber dafür, dass es ja noch nicht fertig war, sowas schon hier hinzuzimmern, finde ich ja ein bisschen seltsam. Ich glaube, das war alt und neu. Ich glaube, dass wir das alte Hotel sind. Hier sieht es ja auch noch alt aus. Und die haben dann was Neues oben aufgezimmert versucht, um das zu restaurieren. Ein Lautsprecher? Ein Lautsprecher, genau. Und hier war so ein Schaukasten. Hier geht eine alte Holztreppe hoch. Von unten sah es ja nicht so aus wie Holz. Das ist eine alte Holztür. Die haben tatsächlich auch was Altes, was Neues draufgebaut. Und das dann komplett so modernisiert. Hier ist die Küche, oder? Küche, ja. Das sieht aber sehr hell aus, da ist kein Dach, oder? Das sieht so offen. Mit Abzug? Ja, die ganz modernen Geräte schon eingefangen hier. Gut, ja. Die Tageszeitung von 1997. Eine Helle ist hier, weil der ist ganz komisch, weil sie. Ja. Ja, da oben möchte ich aber auch nicht hochlaufen. Da tropft es auch überall, ja. Oh, hier plätschert es überall. Mitten in dem ganzen verratzten Gebäude steht eine Tischtennisplatte. Die sieht sogar echt noch gut aus. Also, ich glaube, wir fahren nochmal her und spielen eine Runde Tischtennis. Und jetzt sind wir noch bei dem dritten Gebäude, was wir gesehen haben. Vom Haupthaus aus. Wo einfach das Dach schon noch einen sehr guten Eindruck macht, oder? Mhm. Wisst ihr, was uns da drin erwartet? Da sind gar keine Fenster drin, stimmt. Da steht Kino dran. Kann das sein, dass das ein Kino war? Hier steht Kien, ich weiß nicht, ob das ein O sein soll und dann noch ein O. Was war denn das? Es gibt einen Keller. Einen Keller als Unmöglich. Nein. Nein. Wie schön ist das denn? Also, deswegen natürlich gibt es ja auch Fenster da, auf der anderen Seite raus. Schön. Also wirklich? Wir haben ja nichts gespart. Ja. Schön, das hätten wir jetzt nicht. Ist das Kunst oder kann das weg? Da lebt noch was. Also das muss ich wirklich sagen hier. So was von 1968. Das ist der Teich unten, genau. Draußen, was man das jetzt hier an der Kamera sieht, sieht man den Teich. Und hier drinnen das Schwimmbecken. Wahnsinn. Weil der Teich schon ziemlich ausgetrocknet aussieht. Der ist auch nicht mehr durch die Dürre in den letzten Wochen. Ist ja nicht mehr viel Wasser da. Richtig ausgetrocknet. Kim zieht schon wieder nach oben. Ja, wir bleiben zusammen. Tschüss. Kim immer muss sie sich auf den Weg machen. Was ist denn das hier eigentlich hier? Wie ist man denn hier rein und rausgekommen? Ist man hat sich dann reingestellt hier. Was war denn das, Kim? Sauna und hat mich dann, ist dann hier reingesprungen kurz, oder? Genau. Hier ist schon mal der Eingang. Der Eingang. Duschen. Findest du Duschen schön gemacht? Ja, hier war wahrscheinlich die Sauna drin. So wie es aussieht. Ja.
Hier guckt man an Regeln. Heizen, Licht. Oh, schön, also irgendwie wie Bambus gemacht. Oh, ist natürlich schon kaputt gemacht hier. Aber sieht schick aus. Natürlich, was aber auch nicht fehlen. Toilette. Mit Waschbecken und dem Klo. Oben sieht man das andere Gebäude, wo wir gerade waren. Und hier die Männertoilette. Kann man dann sein Duschbad und seine Handtücher abstellen. Oh, bei den Männern ist es auf jeden Fall ein bisschen sauberer als bei den Frauen. Und hier war da so Spinde, glaube ich. Ja. Da konnte man dann seine Sachen reinschließen. Wenn man Wertsachen mit hatte. Ja. Also Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe eine Garderobe auch nochmal Spinde als Frauen und Männer getrennt. Klar, macht Sinn. Ein schöner Abschluss, glaube ich, oder? Von dem Gebiet, oder meinst du, da kommt noch was? Nee, ich glaube, das war's. Das war's dann, oder? Ja. Schön, also. Wir halten jetzt das Schwimmbad nochmal fest. Also das ist ja so schön hoch, wie es hier hoch geht. Ein bisschen spitz. Dach, Fenster noch, nach draußen. Oh ja, draußen ist wirklich nichts. Also der ausgetrocknete Teich. Und dann kommt nur Natur. Da ist nur Natur, da ist gar nichts. Nichts. Wahnsinn. Hab ich schon gesagt, da ist nichts. Wir sind in einem Hallenbad. Mhm. Wir waren jetzt gerade im Hotel mitten im Wald. Und hier ist ein Hallenbad, mitten im Wald, ein schönes Hallenbad. Wir sitzen gerade am Beckenrand, haben unsere Füße im Wasser. Aber aus Datenschutzgründen zeigen wir uns eure Füße leider nicht. Genau. Haben wir die gerade im Wasser, planschen hier rum und es war eine schöne Location. Wahnsinn. Ja, hätten wir so gar nicht erwartet, ne? Dass uns jetzt doch so viel noch hier empfängt. Wir haben uns schön umgeschaut und ja, cooles Ding. Und außerdem ein Mann, wo ich vorhin schon mal erzählt hatte, den wir draußen gesehen hatten, waren wir doch auch alleine hier und schön. Ja, wunderbar. Wünsche euch noch einen schönen Restsamstag und einen schönen Sonntag und abonniert unseren Kanal, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao.